In mehreren Städten Russlands haben Schwule und Lesben gegen ein geplantes Gesetz gegen homosexuelle Propaganda demonstriert. Sie beteuerten dabei, auch in Volkstrachten, ihre Unterstützung für traditionelle Werte. In Moskau wurde eine Handvoll Demonstranten vor dem Parlament auf der Stelle attackiert und mit Ketchup und Eiern beworfen. Das Gesetz definiert absolut nicht, was homosexuelle Propaganda überhaupt sein soll, so eine Demonstrantin. Die Gründe sind verständlich, denn homosexuelle Propaganda gibt es überhaupt nicht. Das Gesetz erklärt einfach alle Informationen dazu, die über traditionelle eheliche Beziehungen hinausgehen. Die Staatsduma hatte ihre Abstimmung über das Gesetz gegen Schwulenpropaganda am Montag bis auf Weiteres verschoben. Der umstrittene Entwurf ahndet unter anderem Werbung für Homosexualität gegenüber Kindern mit Geldstrafen. Moskau ist nicht Sodom. Wir sind hier, um normale, gesunde Menschen zu unterstützen, die stabile, christlich-orthodoxe Familien gründen, ihre Kinder erziehen im Geist von orthodoxen Traditionen, Brüderlichkeit, Einheit des Volkes. So ein orthodoxer Aktivist. Ein Kuss unter Schwulen vor dem russischen Parlament kostet bisher erfahrungsgemäß gut 12 Euro wegen Rauditums. Das neue Gesetz geht bis zum Tausendfachen.